Nice Schwanz, Bros und Ladies, die Grillparty ist eröffnet. Flobu kommt gleich noch, Victor ist da, Jan ist auch da, Mike ist da, er zieht sich gerade um. So, wir haben hier ein bisschen Fleisch eingekauft. Ich denke, das sollte auf jeden Fall so für ein paar Leute ausreichend sein. Wo ist der Salat, mein Lieber? Mein Lieber, das ist eine salatfreie Villa hier. Ey, Victor, komm mal mit, du musst mir jetzt helfen, den Grill anzuschmeißen. Das kriegt er alleine nicht hin. Also Mike meinte, wir müssen jetzt diesen Grill hier benutzen. Der sieht mir ein bisschen komisch aus, aber er meinte... Gefährlich aus. Ja, nehmen wir jetzt hier einfach diese Kohle, oder? Ja. Ja. Irgendwie, ne? Du ziehst an einem Henkel, ich zieh an einem. Okay. Okay, das kann nicht schief gehen. Jan, kannst du uns vielleicht ein Messer kurz bringen? Und bring vielleicht noch gleich Bierchen mit. Denn heute ist Alkoholtag. Hier auf Mallorca. Mit, Digga, es wäre schlau, wenn du ankündigst, wann kein Alkoholtag ist. Jedenfalls ist das Ziel für heute, dass wir gleich hier eine sehr eskalative Grillparty veranstalten. Dass Flo ganz viele hübsche Frauen mitbringt und wir danach zum Ballermann gehen. Dort hübsche Frauen wegballern. Im Optimalfall eigentlich hier mitnehmen. Definitiv. Und dann nackt im Pool mit denen. Ganz genau. Schwimmen lernen. Danke. Super. Danke dir, mein Lieber. Tut dir nicht weh. So, auf die Prost. Grillparty. Okay, und jetzt? Jetzt. Siehst du, mit einem Bierchen läuft das direkt besser. Was machst du denn da, Mann? Ja, ihr macht die Tüte auf. Okay. Und jetzt schmeißen wir das da rein, oder wie? Ja. Mach mal ein bisschen Licht. Eins, zwei, drei. Was sagst du zu deiner Grillleistung bisher? Also ich finde, wir sind auf einem guten Weg hier, die Grillparty zu starten. Aber warum brennt die Kohle nicht? Das verstehe ich. Ja, das dauert ein bisschen. Ja? Super, wird Zeit, eine rauchen zu gehen. Mike, hast du Kippen da? Okay, da hinten laufen, dass du die Vorbereitung nimmst. Und mir hat Flo gerade geschrieben, dass er in 3 Minuten da ist. Er meinte, er hat ein Geschenk für mich. Also er bringt bestimmt irgendwie eine hübsche Influencerin oder so mit. Also ich wäre richtig glücklich, wenn gleich so eine richtige Granate mit Flo kommt oder gleich zwei sogar. Boah, ich will jetzt gucken. Ja, Mann. Ja, Digga, er parkt da, glaube ich, gerade. Ja, und da sitzt jemand mit drin. Meister! Den hast du mir mitgebracht, Meister. Ich? 50K-Blogger. Boah, nee, oder? Hier, guck doch mal. Was ist los, Bruder? Nee, Bruder, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, selbstverständlich. Ich höre, Maschallah, diese Frau. Hallo, hallo. Alles Gute nachträglich, Digga. Ja. Ich dachte, du bringst irgendwie Frauen mit, oder? Bruder, ja, man bringt doch keine, wir gehen doch gleich feiern. Wir wollen doch keine Frauen zum Feiern mitnehmen, oder? Oder nimmst du deinen eigenen Sand mit zum Strand? Ja, aber ich so. Der trinkt nicht mal Alkohol, Digga. Warum bringst du ihn hierher? Mein Fahrer. Ja. Ja. Also, Nubi, dann komm mal rein hier. Komm mal rein. Victor, schnapp dir eine Wurst. Ich wollte mich auch nochmal, vor allem wollte ich nochmal ein Lob an meinen Sponsor aussprechen, weil ich finde wirklich krass, was Rocker Nutrition so für die Umwelt tut. Und auch, dass die jetzt so Spenden sammeln für den Regenwald und so, ist wirklich super. Okay, ich geh mal kurz den Grill checken, ja. Komm. Was mit? Ja. Ist das mir auf mein Fleisch spuckst? Das ist richtig scheiße, weil es hier so dunkel ist. Boah. Hier ist ein... Was sieht doch gut aus? Willst du mich verarschen? Was denn? Digga, willst du mich verarschen? Was ist das? Eine Tomate. Ich wollte... Hast du die draufgelegt? Ja. Digga, willst du mich komplett verarschen gerade? Eine Tomate, diese Tomate, Bruder. Ja, dann hat Numi auch was zu essen. Ja. Ja, das bist du gefickt, Bruder. Ja.
Ey, du Dicker, guck mal, die Tor. In den Pool gehe ich nicht mehr rein. Ey, hier ist die Tomate drauf. Ey, du darfst nicht hinter dich, ne? Ey, die ist unverrückt. Pass auf. Also das Wasser sehr, sehr angenehm. Mit weiblicher Begleitung wäre das definitiv noch angenehmer. Aber die... Hey, was, mein Lieber? Fang. Boah, hast du ein Bier gehabt? Oh. Du bist mein Held, Ron. So lobe ich mir den Urlaub. Okay, der Wichser soll mir jetzt ein Handtuch mitbringen. Hey, Ron! Ja? Bring mir mal ein Handtuch mit! Digga! Gute Arschbombe. Prost, mein Lieber. Prost, mein Lieber. Fühlst du die Wärme? Nein. Ah, du pinkelst gerade, du winkst. Ich grill nie wieder mit dran. Wir sind noch alle relativ nüchtern, deshalb. Ich mach das jetzt mal hier an der Karre so im Kühlschrank. Ich hoffe, jetzt wird nicht weg, da sieht das nicht. Der ist im Gespräch gerade. Der ist im Gespräch. Ich bleib geil. Digga, hör mal auf, du Wichser. Ey Bruder, ey Ron, aber erklär mal, warum ich das nicht einfach aufgemacht habe, sondern hier rüber gespielt bin. Ja, aber ich hab nichts abbekommen, meine Damen und Herren. So, Prost, ne? So kann man doch mal zum Ballermann gehen. Ihr habt ja gestern gesehen, Ron wollte mich mit dem Moe voll spritzen. Kann ich auf mir nicht so sitzen lassen, deshalb spritze ich ihn jetzt auch mit irgendwas voll. No homo Basis. Ich nehme hier dieses Wasser. Ron schläft noch, wir müssen also ein bisschen ruhig sein, Markus. Wir haben es 9 Uhr morgens, ich bin so der Frühaufsteher. Das war für den Moe, mein Lieber. Okay, gute Nacht. Alter. Wie geht's dir? Der Wichser hat mich geweckt und jetzt schläft er da hinten, Alter. Ich glaub's doch nicht. Aha. Das wird mich, glaube ich, retten. Was hier gestern passiert, wieder unglaublich. Also meine Chips aufgegessen. Sehr gut. Film mal hier drauf. Ich glaube, das ist ein Ohrring, oder? Sieht so aus. Ist das deiner? Heimann, das ist von den Mädels, die ich gestern noch gerufen habe, du Idiot. Auswärtstor. Dieses Moe-Spritzen gestern. Ich habe wirklich die ganze Flasche, anstatt dass wir die getrunken haben, einfach leer gespritzt. Dem Grill war gestern auch Katastrophe. Wir haben den nicht mal so richtig anbekommen. Victor, wir warten einfach so lange, bis es von alleine hier alles weggeräumt ist, wa? Ich muss mich irgendwie festhalten jetzt für das Outro. Also, ich drehe später noch ein rundes Wochenende. Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, weil es ja die Tage, die wir schon hier waren, ist wirklich sehr viel passiert. Weißt du, was ich jetzt will? Wir sehen uns in Las Vegas ohne Julian.